merkt es gerade. Ja, Leute, hier ist mein neues YouTube-Studio im Hintergrund. Da wird meine Frau auch sitzen. Drei Kameras sind aufgebaut, sich die Füße lackieren und sagen, sie hat heute keinen Bock zu reden, deswegen laber ich jetzt mal. Nein, Scherz beiseite, völliger Blödsinn. Das ist ganz garantiert nicht mein YouTube-Studio, das ist ja nämlich ein bisschen größer noch. Aber das kommt alles, und zwar geht es darum, jetzt gab es eine Message, also hier ist übrigens die Tür da im Hintergrund, da geht's rein. Warte mal, komm mal her. So, da ist der Eingang. Und zwar, Sarah Lombardi sei tot. Also Leute, wer so eine Fake News in die Welt setzt, der muss dafür einfach bestraft werden. Das ist einfach so schädlich. Das ist einfach widerlich. Also es gibt bestimmt auch, wo man sagt, okay, News, diese falschen bewahrheiten die sich, das gibt es bestimmt auch, oder will ich gar nicht wissen was. Aber so eine Schande, das ist wirklich große Schande. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von Sarah, ich hatte sie ja eingeladen ins Studio und so weiter.